Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier heute im Studio ist der Marc Hagenbeck, hallo. Mentalist und der ganze Käse kennt ihr ja mittlerweile. Und ich bin der Sashi und wir haben heute, was sagt er? Nichts. Und heute haben wir den 16. Juli. Am 16. Juli haben wir auch ein Geburtstagskind. Ja, die Sarah Wagenknecht von den Linken hat heute Geburtstag. Liebe Sarah, wir gratulieren. Wir haben auch ein Bildchen, glaube ich, von dir. Wir gratulieren das ganz recht herzlich. Das ist sie. Ja. Macht viel Quatschi-Quatschi, ne? Macht viel Quatschi-Quatschi, ja. Wie alle, oder? Wir machen alle Politiker, ne? Grundsätzlich viel Quatschi-Quatschi. Ja, und am 16. Juli 1969 ist die Apollo 11 auf Cape Kennedy zum Mond gestartet. Wahnsinn. Also da ist sie gestartet. Apollo 11. Apollo 11. Aber wir wissen ja, Apollo 11. Kam nicht an, oder? Apollo 11? Doch, Apollo 11 kam an. Apollo 13 kam nicht an. Das ist der Film. Apollo 13, ja. Apollo 13 ist der Film. Ja, Apollo 11, genau. Houston, we have... Houston? Sagen die das? Houston. Sagen die Houston? Houston. Ja. Saft, wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Saftproblem. Wir haben ein Saftproblem. Ja, das war 1969, da ist Apollo 11 gestartet, am 16. Juli. Genau, und am 16. Juli gibt es noch einen internationalen Aktionstag. Und zwar gibt es den internationalen Weltschlangentag. Ja? Wir haben hier uns mal ein Exemplar, was ist das? Ein ganz feines, das ist die sogenannte Türkis-Python. Arachnophobia Chiton pyrrhusus. Aber das ist doch eine Spinne, was du da gerade erzählt hast. Genau. Also auf jeden Fall, heute ist internationaler Spinnentag. Also Schlangentag. Ja, internationaler Schlangentag. Und das heißt, wenn ihr heute eine Schlange seht, grüßt sie freundlich. Oder stellt euch an. Ja. Oh, der kam flach. Ja, der kam richtig flach. Aber das ist gut. Ja. Ich mag es ja flach. Egal. Und am 16. Juli 1965 wurde der Mont Blanc-Tunnel eröffnet. Das heißt also, dieser 11,6 Kilometer lange Tunnel verbindet Italien und Frankreich. Ja. Und der wurde am 16. Juli eröffnet. Schon mal durchgefahren? Nein. Nein, ich auch nicht. Ja, aber zwischen Frankreich und Italien fährt man nicht so oft durch. Hin und her, ne? Macht man nicht. Eher so Deutschland-Italien oder Deutschland-Frankreich. Ja. Aber Italien-Frankreich nicht eher so selten. Ja, genau. Deswegen bin ich da auch noch nicht durchgefahren. Aber der wurde am 16. Juli eröffnet. Prima. Da freuen wir uns doch. Freuen. Ja, das war der 16. Juli. Wir sehen uns morgen wieder am 17. Juli. Ich hoffe, ihr habt ganz viele, ganz viel Angeberwissen habt ihr jetzt mitbekommen für den heutigen Tag. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss.